Heute ist kein guter Tag für Seni-Reisende. Oh, das sehe ich. Seid ihr Schredder in Asche? Ja, das stimmt. Seht euch das an. Das ist kein natürlicher Ausfluss von Lava. Das sind Fußspuren. Ein Geist des Zorns zog hier hindurch. Dieser Sturkopf Girwas hört nicht auf meine Warnung. Er denkt, der Ausbruch wäre das gewesen. Girwas glaubt, ihr hättet seine Tochter entführt. Wie ihr selbst seht, ist seine Tochter nicht hier. Ich habe Morvani vorhin gesehen. Der Fluss ihres Lebens führt sie regelmäßig zum Fuß des Aschberges. Dort ist sie? Sicher weiß ich das nicht. Ich sah sie nur nach Westen aus dem Dorf gehen. Findet sie, dann wird Girwan mir hoffentlich zuhören. Wenn ihr erfolgreich seid, benutzt das hier. Was? Welche Spur? Ein Signal. Es ist farbenfroh, aber ungefährlich. Wenn ihr Fürstin Morvani findet, setzt es ein und ich werde zu euch kommen. Könnt ihr mir etwas über den Argwohn zwischen den Argonien und den Dunkelelfen erzählen? Die Wahrheit fällt vom Himmel wie ein kühler Regen, der sich viele Rinnen in den Schlamm gräbt. Meine Wahrheit mag sich von der der Dunmeer unterscheiden. Und doch sind sie beide wahr. Ihr hasst die Dunkelelfen also nicht? Ich hege keine Liebe für sie. Aber hasst ihr das Feuer dafür, dass es eure Hütte niederbrennt? Das Feuer tut nur, was es tun muss. Sie sahen unsere Hütten und ihre Natur zwang sie zum Handeln. Ich vertraue darauf, dass Dunkelelfen tun, was Dunkelelfen tun müssen. Mhm. Okay. So. Das heißt... Oh Gott. Das ist alles in eine Richtung, okay. Na gut. So, huschen wir mal über die Brücke. Dann können wir... Okay, jetzt sind die neutral, schön. Dass da alles Lava ist. Muss ich da drüben hin? Findet Ärger. Aha, was ist denn das für ein Name? Findet Ärger. Großartig, einfach großartig. Das ist mein Glück. Wo liegt denn das Problem? Manchmal wünschte ich wäre nie aus meinem Ei geschlüpft. Ich kam nach Steinfälle, um Guar-Hirte zu werden. Schröter haben mein Vieh gefressen. Ich bin dann nach Davonswacht gegangen, um Schankwirt zu werden. Ein Haufen Nord hat mich daraufhin durch die Straßen gezerrt. Ihr scheint es schwer gehabt zu haben. Es kommt sogar noch schlimmer. Ich ging nach Westen, um mich im Bergbau zu versuchen. Es fing alles gut an. Ich habe mir etwas Ausrüstung besorgt und sogar ein paar Einheimische überredet, mir zu helfen. Aber dann brach der Vulkan aus. Autsch. Ja, dort, wo ich graben wollte, lag natürlich eine dädrische Ruine. Komplett mit Geschrei und rituellen Gesängen. Sogar Monster mit Schaum vorm Mund waren da drin. Doch das ist alles kein Vergleich zu dem, was passiert ist, als ich Brandy über die Wurzeln eines Hists verschüttet habe. Dann habe ich mir mal bei einem Pfandleiher in Ebenherz einen billigen Dolch gekauft. Doch als ich ihn am Gürtel trug, fingen irgendwelche Kultisten an, mich zu verfolgen und riefen dabei immer nur: Die Klinge! Die Klinge!
Ich habe den Dolch in den Fluss geworfen und dann die Beine in die Hand genommen. Ich werde jetzt gehen. Nun gut, nun gut. Passt auf, wohin der Fluss euch trägt. Denn Daedra kann man niemals trauen. Tschüss. Ja. Drei, ein Schock. So. Schaut euch all meine wundervollen Quama an. Ihre Knopfaugen, das sanfte Pulsieren ihrer Bäuche. Ich kann euch gar nicht genug danken. Was werdet ihr jetzt tun? Ich werde selbstverständlich die Mine wieder in Betrieb nehmen. Quama können sehr gut graben, wisst ihr? Vor allem die Arbeiter. Ach, das war die Ladung gewesen. Okay. Quest abschließen. So viel Arbeit zu erledigen. Ich kann diese Mine nicht ewig unbewirtschaftet lassen. Gut, gut. Ich will jetzt sowieso zur... Oh, cool. Ich darf hier plündern. Plündern erlaubt. Yay. Fischleim. Na ja, gut. Zu dieser Brücke muss ich. Wie kommt man da hin? Da scheint was zu liegen. Ich glaube nicht, dass man über Lava laufen kann, aber so komme ich. Da komme ich nicht hin. Hä, wie soll ich denn da hinkommen, bitte? Die ist, warte mal, die ist ja hier irgendwo. Ja, da war doch irgendwas. Eisenerz? Wo? Ah! Nehme ich mit. Die muss ja hier irgendwo sein, ne? Da unten ist sie. Wie kommt man da hin? Springen nehme ich an. Ja. Jemand ist gekommen. Hat Vater euch geschickt? Ich bin gestürzt und habe mir etwas verstaucht. Verfluchter Knöchel. Fürstin Morvani, nehme ich an? Verhöhnt ihr mich? Natürlich bin ich es. Ich sitze hier fest, eingekesselt von Lavaströmen und lodernden Schrötern und kann nicht laufen. Wenn ich jemals wieder nach Hause komme, trinke ich erst einmal einen ganzen Krug Sujama. Was macht ihr hier draußen? Dies war ein Schrein der drei. Ich kam hierher, um für Mutter zu beten. Sie wurde uns vor einigen Jahren genommen. Sie war die liebste Frau, die ich je kannte. Ich schwöre, an manchen Tagen kann ich noch immer ihre Stimme hören. Wie dem auch sei, ich war hier draußen, als der Ausbruch begann. Euer Vater macht euch große, macht euch große Sorgen. Natürlich tut er das, der überbesorgte Gua. Seit wir Mutter verloren haben, versucht er, für mein Leben zu sorgen. Ich glaube, ich brauche gleich zwei Flaschen Sujama, wenn ich nach Hause komme. Vergesst einfach, was Vater sagt. Leb wohl. Ihr habt Girwas Schlüpfling gefunden? Gut. Ich habe euch mit Blut an den Händen erwischt, Argonia. Morvani, ihr seid Fürst, Mutter und Zaubermeister. Geht es euch gut? Es wird mir gut gehen, Vater, dank dieses Reisenden. Könnt ihr mich jetzt von diesem Felsen herunterholen? Festhalten, Morvani, ich habe euch. So. Reisender, ihr...
Ihr habt meine Tochter gefunden. In all dem habt ihr meine Morvani gefunden. Ohne Schale und Asche hätte ich sie nie gefunden. Die Argonierin hat euch geholfen, sie zu finden? Pah! Eigensucht und Verschlagenheit, da bin ich mir sicher. Trotzdem bin ich dankbar. Morvani ist mein Ein und Alles. Seit dem Tag, an dem uns ihre Mutter genommen wurde. Warum verabscheut die Argonier so sehr? Sie haben bestialische, niedere Triebe. Deshalb kann man ihnen nur schwerlich trauen. Wenn der Sumpf nach ihnen ruft, erheben sie sich gegen ihre Nachbarn und erschlagen sie. Selbst die freundlichsten und sanftmütigsten bleiben von ihrem Zorn nicht verschont. Argonier haben eure Frau getötet? Das war noch vor der Unterzeichnung des Pakts. Die Argonier von Seni dienten meinen Nachbarn noch als Sklaven. Einige von ihnen unternahmen einen Fluchtversuch. Und meine Rainisi, sie war doch nur auf einem Spaziergang. Aber heute ist heute. Und Morvani ist am Leben. Dank euch. Ja, ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ja, nun, ich danke euch für alles, was ihr heute hier getan habt, Reisender. Meine Tochter ist sicher und ich muss widerwillig einräumen, dass die Argonier dabei eine gewisse Rolle gespielt haben. Mögen Fürst, Mutter und Zaubermeister euch allesamt auf euren Reisen behüten. Na dann. So. Schön. Das heißt, wir haben das ja auch abgeschlossen. Jetzt gehen wir zu diesem Schrein hier runter. Das heißt, nur einfach umdrehen. Oh, das war der Kronenshop. Da will ich eigentlich nicht hin. Ja, ja, ist okay. Ich habe falsch Knopf gedrückt. Ich wollte auf die Map drücken. Genau. Da müssen wir jetzt erstmal lang. Tak, 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 tak. Irgendwas Bestimmtes hier? Oh, Tränen ist entdeckt. Aha. Das ist dann das Ding hier. Erstmal will ich den Weg schreien. Wo ist er denn? Da hinten. Da ist er doch. Waren die eigentlich was? Das war nur da oben. Ja, genau. So. Weg schreien. Dank. So. Ich denke, wir kümmern uns, glaube ich, erstmal darum. So, aber ich glaube, in der nächsten Aufnahmesession werden wir uns hier um kümmern. So. Bis hierhin. Da werden wir dann quatschen und dann sehen wir weiter. Okay, dann macht's gut und danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.